mit dem Speed Cleaner, das heißt also im Prinzip, ja, Schnellputzmaschine, würde ich sagen, frei übersetzt. Hochgeschwindigkeitsreinigen. Hochgeschwindigkeitsreinigen. Mhm. Und das wollen wir sehen, wie es funktioniert. Also ich sehe ja, du hast ja hier deine Scheibe schon ganz ordentlich eingeschmiert. Ja, eigentlich warst du das ja vorhin mit deiner Schmiede, weil du mir nicht geglaubt hast, dass ich das wieder runterbekomme. Ja, aber bitte Hilfe, ja. Da hast du dir aus der hinterletzten Ecke das heißt, von dir... Du hast einen Schwamm eingebaut. Ja, wir haben einen Schwamm, eine doppelte Putzlippe, löst den Schmutz eben nur einmal ganz kurz an und kommt mit dem Gerät auch wunderbar in die Ecken und Kanten. Guck dir das an. Und das läuft und tropft einem da auch nichts mehr runter. Man hat da halt in einem Arbeitsgang eine saubere, streifenfreie, trockene Glas oder Spiegelfläche. Es ist sofort auch obendrein trocken. Genial. Jetzt guck mal, das sieht man ja wirklich jetzt auch den Unterschied hier. Das ist blitzeblank sauber. Und hier sieht man, was da für ein Dreck, was da für ein Schmier eigentlich drauf war. Ganz genau. Aber da wir ja hier ein schönes Studio haben wollen, machst du es bitte auch nicht so. Auch das machen wir, überhaupt gar kein Problem. Machen wir das auf der anderen Seite genauso. Man kann es auch in einem machen, das gesamte Fenster, das ist dem Gerät vollkommen egal. Ne? Entschuldigung, jetzt habe ich hier oben einen kleinen vergessen. Nee, weil, also, guck mal, und wenn man mal eine Kleinigkeit vergessen hat, kann man sich die von unten wieder einfangen mit dem Gerät. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, du kannst jetzt also ja, wenn Sonne scheint, deine Fenster putzen. Richtig, auch bei Sonnenschein habe ich sofort auch eine trockene Fläche und das läuft und tropft dann hier auch nichts mehr herunter. Ja, widerlich. Ja, aber das ist das, worauf die Hausfrauen Wert legen. Ne? Ja. Und das funktioniert jetzt im Prinzip bei alle Glasflächen. Also egal, ob das jetzt Fensterscheiben sind, ob das ein Wintergarten ist, ob das Autoscheiben sind. Für alle glatten Flächen, Fenster, ja. Spiegel, Fliesen, Türen, wer riesen Wintergärten hat, sensationell, wieselflink, einfach und schnell. Auch bei Sonnenschein, gerade jetzt, der Sommer steht vor der Tür, kann man auch mal in der Mittagssonne mal eben ganz schnell seine Fenster putzen. Und was ist jetzt gerade bei dir am Spiegel, hast du ja auch, das funktioniert genauso? Am Spiegel funktioniert es genauso, ich habe eben gerade gesagt, an allen glatten Flächen. Auch hier wäscht man nur eben einmal ganz kurz mit dem Mikrofaseraktivschaum kurz vor. Was ich toll finde, ist, dass du nicht das ganze Bad und alles versausch, es tropft ja praktisch nichts runter. Es geht einfach und schnell. Und man hat dann, wie gesagt, in einem Arbeitsgang Wahnsinn. Auch bei Sonnenschein halt eine saubere, eine streifenfreie, trockene Glas der Spiegelfläche. Also ich denke, schneller, und einfacher Süff, und perfekter. Der Süff, der bleibt einfach immer hier drin. Ne? Es ist okay. Einfach und schnell. Also im Prinzip, der Dreck bleibt hier im Gerät. Bleibt ganz genau, der bleibt da drin. Aber wenn das man, jetzt wirklich mal, erklär uns mal, ja, warum das überhaupt so gut funktioniert. Wenn du eine Fläche fertig hast, ja. Tauchst es einfach nur wieder ein, ja. Streifst es wieder ab, hast wieder einen neuen Schaum, machst die nächste Fläche. Dann okay. ist der Süff in der Wand.